Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shots Fired, dem NBA-Debattenformat hier auf YouTube. Es ist 16 Uhr, es ist Donnerstag, das heißt, wir sind wieder da. Heute sprechen wir hier auf diesem Kanal, ob die Rockets mit ihrer Smallball-Lineup NBA-Champion werden 2020. Mal gucken. Und auf Siebes Kanal geht es darum, ob LeBron James doch noch eine Chance auf den MVP-Titel hat oder ob es natürlich doch an Giannis Antetokounmpo gehen wird. Schaut dort auch gerne vorbei. In beiden Videos auch wie immer den NBA League Pass Code zu gewinnen. Wisst ihr schon, wie es abläuft, müssen wir gar nicht weiter erklären. Wir fangen direkt an. Können die Rockets 2020 Meister werden? Du bist dafür, was mich sehr überrascht. Überzeug mich, weil ich sehe es auf keinen Fall. Du siehst es auf keinen Fall? Nee, du hast auch neulich noch dein tolles Rockets-Video gemacht, wo du auch so viel Positives über die Rockets gesagt hast. Ich hätte eigentlich erwartet, dass du ein bisschen mehr Liebe mitbringst. Also ich muss sagen, viele haben dieses Small-Ball-Experiment angezweifelt. Viele haben schon vor der Saison das Experiment Harden-Westbrook angezweifelt. Und beides wurde jetzt in den letzten Wochen einfach unleashed. Also guck dir den Rekord an im Februar, 9-2, zweithöchste Win-Percentage der Liga hinter den Bucks, viertbestes Offensivrating, siebtbestes Defensivrating, vorher waren sie auf Platz 15 über die ganze Saison hinweg, Net-Rating von 7 auf 4, True-Shooting von 5 auf 3, also drittbestes True-Shooting in der Liga. Russell Westbrook-Stats hauen einen komplett um. Wenn wir auf den Dezember gucken, da waren es noch 27,1 Punkte, 7,4 Assists bei 42,8% aus dem Feld. Im Januar dann schon 32,5 und 8,2 bei 52,2% aus dem Feld. Und im Februar sogar 33,4 Punkte bei 54,9% aus dem Feld. Und das ist das beeindruckende, 40% von der Dreierlinie. Er nimmt auch nicht mehr so viele, viel bessere Wurfauswahl und er hat jetzt einfach Platz. Also für mich ist das die Wiedergeburt von Russell Westbrook. Er hat zum ersten Mal in seiner Karriere einfach komplett Platz. Er hatte immer einen Kendrick Perkins, einen Stephen Adams, einen Clint Capella da stehen. Er hat jetzt einfach Platz. Und das bezeichnendste Zitat für mich war von Jaylen Brown nach dem Sieg der Rockets gegen die Celtics. Er hat nach dem Spiel gesagt, ey, wir haben uns so auf James Harden konzentriert und wir haben einfach vergessen, dass dann noch einfach ein anderer MVP rumläuft bei den Rockets. Mhm. Und er spielt jetzt sogar besser als in seiner MVP-Saison. Er macht zwar keinen Triple-Double-Schnitt, aber er ist so eine effiziente Scoring-Maschine. Das Experiment funktioniert und bisher hat mir auch noch kein Team gezeigt, dass sie jetzt so einen riesen Nachteil haben ohne Big Man. Also bestes Beispiel Utah, die waren mit Gobert auf dem Feld, ja, dem angeblich besten Verteidiger oder wahrscheinlich besten Verteidiger der Liga, war Utah minus 12, wenn er auf dem Feld war gegen die Rockets, weil er Russell Westbrook verteidigen musste. Ja. Die anderen Teams, was soll ein Jokic machen, was sollen die Lakers machen, die immer so für ihre Länge gefeiert werden, die wurden auch schon geschlagen von den Rockets. Das ist jetzt kein Vorteil, dass du denkst, okay, wir holen jetzt einfach 35 Rebounds mehr als die Rockets und gewinnen das Spiel. Bisher geht diese Rechnung nicht auf. Small Ball funktioniert. Die Rockets können jeden schlagen. Ja, wundert mich nicht, dass von Houston Seite natürlich eine Menge Zahlen in den Raum geworfen werden, weil das können sie ja gut. Ich habe noch bei Daryl Morey angerufen. Genau, sie haben nämlich für alles eine Statistik. Das Komische ist nur, damit wird nie gewonnen, weil was ich höre seit 2016, 2017, seit die Rockets da ihr Smallball-Experiment haben laufen lassen, nie so extrem wie jetzt, klar, aber trotzdem läuft es ja schon eine ganze Weile. Jedes Jahr heißt es, ja, diesmal sind die Rockets nicht zu schlagen. Die Rockets nehmen so viele Dreier, du kannst sie nicht verteidigen. Sie stretchen den Floor so krass. Letztendlich haben sie es doch noch nie hinbekommen. Sie sind jedes Jahr gescheitert. Aber warum? Ja, natürlich warum. Weil sie an den Golden State Warriors gescheitert sind. Warriors, eines der besten Teams aller Zeiten. Klar, kann man verzeihen. Was ich allerdings nicht sehe, du hast jetzt James Harden so in den Himmel gelobt, du hast Russell Westbrook, die Wiedergeburt, die ich auch extrem feiere, sehr hoch gelobt. Mein Problem ist nur, wann haben die beiden denn jemals in den Playoffs wirklich abgeliefert? James Harden in diesen Warriors-Serien, wie viele Spiele gab es dort, wo er 2 von 13 von der Dreierlinie geschossen hat, beispielsweise in Game 7 2018? Es ist ein Game 7 und er schießt 2 von 13 von der Dreierlinie. Und warum? Weil die Rockets einfach keine Alternative zu ihrem System haben. Mike D'Antoni ist ein super Coach, solange sein System funktioniert. Wenn die Dreier daneben fallen, dann sitzt er auf der Bank, guckt sich fragend um und justiert absolut gar nichts. Russell Westbrook ist die letzten 3 Jahre in der ersten Runde rausgeflogen. Wir reden über diese heiße Phase gerade von den Rockets. Ich erinnere dich an die letzte Saison, als Paul George noch bei den Oklahoma City Thunder gespielt hat und da für einen Monat aussah wie ein MVP-Frontrunner und die Thunder wirklich gewonnen haben und wir gesagt haben, oh shit, mit den Thunder musst du langsam rechnen in den Playoffs. Und dann, was ist passiert? Erste Runde raus. Wie so oft.
Russell Westbrook und James Harden sind keine Winner. Das System, so extrem wie es gerade gespielt wird, war noch nie erfolgreich in der NBA. Ich gehe selten gegen das, was in der NBA noch nie funktioniert hat, dass ich jetzt sage, ja, aber dieses Jahr funktioniert es, weil jetzt haben sie gar kein Center mehr. Ja gut, aber du hast, bis die Warriors kamen, auch immer gesagt, du kannst nicht mit einem Jumpshooting-Superstar oder mit einem Jumpshooting-Team Meister werden. Du kannst ja nicht sagen, weil das nie geklappt hat, klappt das auch nie. Und es gibt ja gar keine Erfahrungswerte für dieses System. Dieses Small-Ball-Experiment, das gab es ja noch nie. Ich habe in meiner Statistik rausgesucht, seit dem Covington-Trade hat D'Antoni 29 Minuten vergeben an Spieler, die größer als 6'8 sind. Alle anderen Teams haben mindestens 156 Minuten an solche Spieler vergeben und 27 von 29 anderen Teams haben mindestens 10-mal so viele Minuten an diese Spieler vergeben wie die Rockets. Also es ist wirklich ein absolut nie dagewesenes Extrem. Das heißt, das hat doch jetzt gar nichts zu sagen, was bisher war. Mir bringt es jetzt nicht zu sagen, Westbrook hat letztes Jahr, vorletztes Jahr oder vor 5 Jahren mal in der ersten Runde verloren oder Harden hat vor 3 Jahren das gemacht und das. Das, was wir jetzt haben, erstens die Combo Westbrook-Harden, 2012 wollen wir jetzt mal nicht mitzählen. Das ist ja, da war Harden noch ein Six-Man und noch nicht das, was er jetzt ist. Diese Kombination gab es ja noch nie in den Playoffs. Und jetzt gerade bist du an einem Moment, an dem sie sich perfekt ergänzen und an dem das System auch perfekt funktioniert. Und Westbrook, habe ich gerade gesagt, er nimmt nicht mehr so viele Dreier. Dafür wurde er ja unter anderem so kritisiert. Und alle haben vorher gesagt, yo, was will Westbrook in diesem dreierlastigen System? Jetzt zeigen wir aber, oder jetzt sehen wir gerade, dass es auch variabel ist und dass Westbrook mit seinen Stärken, Drive zum Korb, Athletik, Fastbreak, Spiel schnell machen, auch in diesem System funktionieren kann, ohne dass er 10, 12 Dreier nehmen muss. Und das ist doch super, dass du jetzt noch eine neue Waffe hast, einen neuen Winkel, aus dem du die Teams attackieren kannst. Und das hattest du bisher nicht. Deswegen sind das für mich keine legitimen Angriffspunkte, wenn du sagst, letztes Jahr war das, vorletztes Jahr war das. Naja, doch, weil in den Playoffs wird gewonnen durch die Starspieler. Du kannst ein noch so gutes Team haben, Spiele werden entschieden durch die Stars. Klar. Und James Harden und Russell Westbrook haben in den letzten 5 Jahren nicht bewiesen, dass sie ein Playoff-Team in die nächste Runde führen können. Naja gut, James Harden war ein Spiel von den Finals entfernt. Ja, so, und du hast grad mehrfach. Du hast gerade die All-Time-Great-Warriors angesprochen. Wer hat seit 2016, oder seitdem Kevin Durant darüber gewechselt war, wer hat ein gesundes Warriors-Team in ein 7. Spiel gezwungen? Niemand. 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 Ja. Es waren die Rockets. Also jetzt dieses System zu verurteilen und sagen, James Harden kann nicht erfolgreich Basketball spielen. Doch, er war ein Spiel von den Finals entfernt und hatte das Team so nah an einer Niederlage wie kein anderer in dieser Ära. Das heißt, zu sagen, er hat in den Playoffs keinen Erfolg, finde ich nicht fair. Okay, dann lass uns mal einen Schritt nach vorne gehen. Ja. Wir sprechen darüber, können die Rockets denn Meister werden? Es geht mir ja nicht darum zu sagen, die Rockets sind jetzt gerade schlecht, weil sie sind verdammt gut. Sie haben einen super Run gerade, alles super. Meine Frage ist, wie wollen sie durch 3 Runden Playoffs kommen in der Western Conference? Es gibt so viele Matchups, die nicht passen. Gehen wir einfach nur mal zu den Lakers und zu den Clippers, den prominentesten Teams. Mhm. Die Lakers und Clippers haben so viele Waffen, mit denen sie die Rockets stoppen können, weil sie können sowohl groß spielen als auch klein. Sie haben das Personal und bei beiden Teams stehen bessere Individualspieler, vor allem Two-Way-Player, als bei den Rockets. Also ich nehme LeBron James und AD jeden Tag über Harden und Russ und das gleiche mache ich mit Paul George und Kawhi. Okay, das bleibt abzuwarten. Also wir können ja gespannt sein. Ich glaube, heute Nacht gibt es das Aufeinandertreffen, Clippers gegen Rockets. Genau. Bisher gab es 2 Spiele, die waren beide sehr eng. Das letzte gewannen die Rockets. Seit dem Small-Ball-Trade haben die Rockets noch nicht wieder gegen Clippers gespielt. Das ist heute Abend das erste Mal. Die Lakers haben sie mit der Small-Ball-Lineup schon geschlagen, sind in der Season-Series 2-1 gegen die Jazz, 2-1 gegen die Nuggets. Da gab es zuletzt 2 Blowouts. Und in den Playoffs werden sie ja maximal gegen ein LA-Team spielen müssen, voraussichtlich. Mhm. Relativ unwahrscheinlich, dass sie auf beide treffen. Jetzt gerade sind sie auch nur 2,5 Spiele hinter den Clippers. Die sind gerade 4. Aber bis zum 3. oder 2. Seed, da ist alles offen. Ich gehe nicht davon aus, dass die am Ende auf dem 4. oder 5. landen, sondern eher auf dem 2. oder 3. Das heißt, du hast vielleicht eine erste Runde gegen eins der unteren Teams, Dallas, New Orleans, Memphis, wer auch immer da reinkommt. Hast dann in der 2. Runde vielleicht Utah oder die Nuggets. Und dann bist du in den Conference Finals. Und dann kommt es darauf an, welches der LA-Teams da steht. Ich sage ja auch nicht, sie werden auf jeden Fall Meister, aber sie haben auf jeden Fall eine legitime Chance, Meister zu werden, weil es einfach diesen Clear-Cut-Favoriten, der gerade die Liga dominiert. Klar, du hast Milwaukee auf der anderen Seite. Aber trotzdem sind die weiterhin, was die Meisterschaftsprognosen angeht, immer noch ein bisschen unterm Radar. Diesen Clear-Cut-Dynasty-Favorite, den wir die letzten Jahre immer hatten, den haben wir nicht.
Es ist wide open und die Rockets haben auf jeden Fall eine Chance. Ja, also Dynasty-Favoriten haben wir wirklich nicht, weil wir wissen nicht, was in den nächsten Jahren passiert. Aber für mich sind die Lakers von dem, was sie bisher gezeigt hat, schon der Clear-Cut-Favorit. Und lass uns mal nicht den wichtigsten Punkt vergessen von Playoff-Basketball. Playoff-Basketball ist was ganz anderes als die Regular Season. In der Regular Season hast du als Team relativ wenig Zeit, dich auf ein neues Team vorzubereiten. Du hast dieses Small-Ball-Lineup von den Rockets so zwar schon in Ansätzen gesehen, aber noch nie so extrem ausgespielt. Darum geht's ja. Wir haben natürlich schon immer Smallball gesehen oder schon sehr lange, aber dass es halt gar kein Center mehr gibt, ist eben das Neue. Und natürlich überrennst du da Teams. Und natürlich haben die Rockets auch gerade so eine geile Edginess. Die haben einfach gerade richtig Bock, so die größten Feinde in der NBA zu sein und das voll auszuspielen. Das ist auch cool und ich mag auch die Attitude von Westbrook und Harden. Aber wenn du dich in den Playoffs wirklich 2 Wochen auf dieses Team lang einstellen kannst und 7-mal gegen die spielen musst vermeintlich, dann glaube ich nicht, dass die Rockets das hinbekommen gegen so stark aufgestellte Teams wie die Lakers oder die Clippers. Die Frage ist aber, wie krass kannst du jetzt dafür gameplanen? Also was bringt dir das, mehr Zeit zu haben? Was macht Denver mit Jokic? Was macht Utah mit Gobert? Was machen die Lakers? Ey, die kann das natürlich spielen. Ey, die kannst du nicht auf die Bank zwingen. Aber die Lakers, immer wird über ihre Länge geredet. Wenn man sagt Lakers Clippers, dann sagt man ja, die Lakers sind so viel länger. Ja. Und sie haben McGee und Howard. McGee und Howard wirst du in dieser Serie nicht sehen gegen Houston. Muss also, auch nicht. Was sollen die auf dem Feld? Und wie gameplant Denver das? Wie gameplant Utah das? Ich sage nicht, dass sie gegen Denver oder gegen Utah nicht gewinnen können, weil Jokic ist, nicht Jokic, sondern Gobert, haben wir gesehen, offensiv eine Katastrophe. Darf ihm nicht passieren, auch defensiv, dass er sich da so von Westbrook vernaschen lässt, würde auch in der Playoff-Serie meiner Meinung nach nicht passieren. Offensiv, Jokic, ganz schwieriges Mismatch. Es gab jetzt ein Regular-Season-Game von mir aus, wo sie vielleicht gut gegen ihn aussahen, aber ich glaube nicht, dass es in den Playoff funktioniert, weil Jokic ist auch kein Dahergelaufener. Der war letztes Jahr auch ein MVP-Kandidat. Und lass mich nochmal zu den Clippers kommen oder zu den Lakers. Du hast gefragt, was sollen denn die Lakers machen? Die Lakers haben alle Waffen. Stell mir Avery Bradley, Danny Green, LeBron James, Markieff Morris, Anthony Davis aufs Feld. Dann habe ich auch ein Small-Ball-Lineup mit einem wesentlich größeren Center, der sich aber super gut bewegen kann, der auch den Floor stretchen kann. Also da habe ich defensiv überhaupt keine Nachteile, offensiv überhaupt keine Nachteile. Ich bin mindestens genauso stark wie die Rockets. Das sind die Lineups, wo ich mir vorstellen kann, wenn du da wirklich Playoff-Basketball gegen so eine Lineup spielen musst, wenn du die Rockets bist, dann verpufft dieser Vorteil, den du momentan hast, dass du damit so ein bisschen die Liga überrascht. Und das Gleiche, um das noch abzuschließen, können auch die Clippers spielen. Die Clippers können Beverly, Kawhi, Paul George, Morris und Montrezl beispielsweise spielen. Oder sie hauen noch Lou Williams rein und stellen Morris auf die 5. Das funktioniert alles. Also ein Vorteil, den ich bei den Rockets sehe, ist, gerade wenn du die Lakers erwähnst, dann auch noch die Tiefe. Ja, also wenn du dir mal das Roster anguckst, du hast Westbrook, Harden, Tucker, Covington, Gordon, Daniel House, Austin Rivers, Jeff Green, Carroll, McLemore und Sefolosha. Das sind alles Leute, die relevante Minuten bekommen und auch bekommen werden. Du hast die Lakers aufgezählt. Die Lakers haben natürlich in der Spitze wahrscheinlich das stärkste Team, aber tief sind die Lakers nicht. Ja, gerade auf den Wing-Positionen sind sie in meinen Augen nicht sonderlich tief. Da gebe ich den Vorteil auf jeden Fall den Rockets. Ja, aber das kommt ganz darauf an, wie du das spielst. Weil hier ist mal mein Vorschlag, wie man die Rockets in dieser Saison schlagen kann, in den Playoffs. Mein Coaching-Scouting. Das erste ist, du musst sie müde machen. Und da hilft es, wenn du am Anfang des Spiels und immer mal für bestimmte Phasen richtig große, schwierige Gegner reinstellst. Weil soll sich mal ein PJ Tucker 5 Minuten abrackern, Rebounds zu holen gegen den Dwight Howard oder gegen den JaVale McGee? Das ist nicht so einfach. Du hast nicht Bock, die ganze Zeit gegen Leute zu spielen, die 10, 15 Zentimeter größer sind und mehr wiegen als du. Damit machst du sie müde. Dann der nächste Schritt, den ich einleiten würde, ich würde James Harden nicht mehr doppeln. Ich würde das genauso machen wie die erfolgreichen Teams, die gegen Michael Jordan oder Kobe Bryant gespielt haben, gegen solche Isolation-Scorer. Ich würde einfach sagen, mach deine 50, aber der Rest auf dem Feld, den stellen wir kalt. Weil gerade profitiert Westbrook so krass davon, dass Harden manchmal an der Mittellinie gedoppelt wird. Dann wird der Ball rübergeswingt zu ihm und dann hat er die ganze Seite offen. Das wird in den Playoffs nicht mehr passieren. Und als letztes, spiel dann klein in der Crunch-Time. Spiel da das gleiche System wie die Rockets, aber sei frischer. Und hab, wenn du die Clippers und die Lakers bist, die Bodies, um dagegen zu halten. Also wenn du wirklich den Lakers empfiehlst, gegen die Rockets über Dwight Howard zu spielen und JaVale McGee, nein. Dann wird dann Tony dich nach dieser Folge anrufen und sagen, Björn, danke, du bist der Beste. Ich habe gesagt, für ein paar Minuten. Einfach nur, um die Spieler zu nerven und sie müde zu machen, weil keiner
spielt gerne gegen Dwight Howard unten in der Zone. Das weiß ich nicht. Also natürlich. Da gibst du ihm zu viel Credit. Dafür gibst du ihm zu viel Credit. Er holt, er ist einfach er reboundet nur, stark, er hat Putback-Dunks, er finisht Alley-Oops. Und genau davon rede ich. Aber er macht dir nicht PJ Tucker müde, dass er dir dann am Ende nicht mehr helfen kann. Also PJ Tucker, der 6'5 ist. Ja, und er hält doch super dagegen. Ja, aber und du wie hast lange vor allem, kann er das denn du machen? Du hast vor allem nicht mehr diese dominanten Bigs, es gibt keinen Shaq mehr. Du hast diese dominanten Spieler nicht. Klar ist ein Jokic schon über 48 Minuten natürlich ein Mismatch. Aber du kannst als PJ Tucker trotzdem dagegen halten. Wenn du dann gut doppelst und rotierst, hast du halt nicht diese dominanten Big Men, die dieses Small-Ball-Lineup kaputt machen und dann Tony dann zwingen, einen großen aufs Feld zu stellen. Das hast du einfach nicht. Der Vorteil ist nicht da. Der Vorteil, den die Rockets dadurch haben, dass sie klein sind, ist größer als der Vorteil, den andere Teams bei ihrer Größe haben gegen die Rockets. Ist einfach so. Würdest du sagen, dass Giannis diese Rolle von dem Shaq heutzutage übernehmen kann? Und dass Giannis sie vor Probleme stellen würde? Mit Giannis, seiner Dominanz in der Zone? Giannis stellt natürlich jedes Team vor Probleme, klar, ja. Definitiv. Okay, also dann sind wir immer noch, selbst wenn sie die Western Conference gewinnen würden, wo ich überhaupt nicht davon ausgehe, selbst dann hätten sie ja noch die Bucks, gegen die sie spielen müssten. Okay, aber die Bucks lassen, das ist auch das System von Mike Budenholzer, lassen Dreier zu. Ja, sie lassen die meisten Dreier zu. Wer trifft im Februar die meisten Dreier in der NBA? Wer versucht mit Abstand die meisten Was Dreier? Wird Mike Budenholzer immer vorgeworfen, dass er nicht adjusten kann in den Playoffs? Wie kann er dann adjusten in den Finals gegen die Rockets? Das bleibt abzuwarten. Ich sag nicht, dass die Rockets Favorit werden gegen die Bucks. Ich sag nur, haben die Rockets keine Chance? Nö, sehe ich nicht. Die haben natürlich eine Chance. Was sind die Adjustments von Mike Budenholzer? Wie stoppen sie den Dreier? Mhm. Und wer verteidigt James Harden und Russell Westbrook? Gute Fragen. Ich fände ein Matchup geil zwischen Budenholzer und D'Antoni, weil dann haben wir zwei komplett uneinsichtige Coaches, die scheinbar nicht adjusten können. Ich bin durch soweit mit meiner Argumentation. Ja, ich auch. Du auch? Okay, dann liegt es jetzt wie immer an euch. Hier oben findet ihr die Abstimmung. Können die Rockets dieses Jahr Meister werden oder nicht? Das ist die Frage hier auf diesem Kanal. Bei Siebers geht es darum, welcher Spieler wird MVP, LeBron James oder Giannis Antetokounmpo, das auch auf jeden Fall gerne abchecken. Ansonsten könnt ihr wie immer den League Pass gewinnen, dafür einfach einen Kommentar schreiben, euer Instagram-Handle dazu auch in beiden Videos erhältlich. Und dann würde ich sagen, jetzt schnell rübergehen, wir schauen uns im nächsten Video, haut rein Leute, ciao. Ciao.